Hallo, es geht weiter. Mit Sir Cadian Dice. Wir haben das letzte Mal mit dem Kleriker das Bandit, den Bandit Raid gemacht. Das nächste ist das Vampire Nest. Den machen wir jetzt auch mit dem Ninja. Das ist auch ein neuer Charakter, den haben wir freigeschalten. Und ich nehme hier auch den Tome of Wisdom, der für mehr Charges sorgt. Denn der Ninja hat eine ziemlich coole Fähigkeit. Oh, und ich sehe, wir können auch was Zweites mitnehmen. Und da tut sich das hier auch ganz gut anbieten, dass wir immer nach jeder Runde und nach jeder Wave ein Gold bekommen. Und ja, das Schöne an dem Ninja ist nämlich, er hat Shurikens, wodurch er einen Schaden macht an einem Gegner und wir eine 50% Chance haben, den Gem zurückzubekommen. Also 15 Benutzungen durch unser Buch. Ziemlich cool. Außerdem Smoke Bomb ist auch super nice, da stunt man alle Gegner. So, schauen wir mal. Rollen wir mal. Wir haben hier wieder 4 Monster. Habe ich? Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgewählt habe. Ob ich wirklich... Egal, das sehen wir dann. So. Okay. Hier unten. Bevor wir angreifen, hier unten. Das sieht ganz schön nice aus. Ein Schild und ein Doppelangriff mit einer Chain, die ganz cool sind. Die sind jetzt neu. Wenn wir jetzt hier in beiden Angriffen eine Chain haben, dann wird der Effekt von denen verdoppelt. Was super nice ist. Ich überlege mir, das da hier zu nehmen, statt das eine Herz, weil das eine Herz eh nicht so geil ist. Und ich mach's auch. Hört sich gut an. Boom. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an, Shurikens zu werfen. Zack. Wir haben ihn zurückbekommen. 50%. Jetzt können wir auch noch die Kiste öffnen. Wunderbar. Das klingt nach einem Plan. So, wir gehen auf die Punkte. Ja, ich glaube, ich habe nicht das andere ausgewählt. Huh, show known enemy. Ah, okay. Auch nicht. Egal. Oder? War das das nächste? Das kann sogar sein. Ich habe einen anderen Spielstand. Jetzt, mittlerweile. Oh! Boom! und da habe ich schon ein bisschen weiter gespielt. Stun and Lifesteal. Boah, das hier kann voll gut sein. Und hier, ne? Und your dice in the shop. Okay, hier könnten wir Dinge aus dem Shop nehmen, aber Lifesteal und ein Stun hört sich super nice an. Und auch nur weiße Steinchen. Na gut, schauen wir mal. Wir killen dich. Wir können den hier auch noch killen. Ah, wir haben nirgendwo einen Schlüssel, also ist es vermutlich schlau, den zu killen. Weil die Truhe kriegen wir nicht so einfach auf. Na, weiter geht's. So, wer will als nächstes Stress? Das Schild ist natürlich super nice. Sagen wir, greifen einfach mal an. Die können uns alle keinen Schaden machen, weil wir ein Schild haben und dadurch sich auch nicht hochheilen. Und so kriegen wir die langsam kaputt. Das hier wäre eine Idee. Da links. So, schauen wir mal. Ja gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach die Smoke Bomb benutze. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Zack. Weil ich möchte nicht angegriffen werden von denen. Sonst heilen die sich schon sonst wieder hoch. Ja, komm schon. Leider kriege ich gerade nicht die Geistdinge. Ich werf nochmal. Ist immer so eine Sache. Oh, super nice. Ist immer so eine Sache, ob man nochmal würfeln will oder lieber was Sicheres haben will, weil wenn man nochmal würfelt, dann hätten wir natürlich auch einfach nur Geld bekommen können oder sowas. Irgendwas, das halt weniger bringt. Das ist dann natürlich immer so eine gefährliche Sache. Oh, nice. Zack. Zack. So, last turn. Schauen wir mal. 2 weiße ist natürlich nicht so. Ich glaube, wir kriegen ihn nicht kaputt, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, schade. Schade, der wird wegkommen. Das sind wieder Punkte, die wir nicht bekommen. Traurig, vielleicht kriegen wir wieder keine 5 Sterne. Aber wir können uns XP holen. Zack. Immerhin etwas. Oh, und da kommt auch schon eine böse Drache. Bin ich am überlegen, will ich den haben? Wir können uns... Na gut, okay, das ist jetzt vielleicht etwas viel. Was ich aber trotzdem machen will, dieses Item hier hören, klatschen. Da sind wir auch Level up gekommen. Also, ich würde sagen, wir killen einfach den Drachen. Easy. Smoke Bomb.
Opfergegner. So, und das ist auch schon mal ziemlich nice. Denn durch die Shurikens können wir jetzt einfach die restlichen Gegner killen. Leider nicht genug Shurikens, um das hier einzusammeln. Na gut. Zack. Ein Schild bringt uns hier nicht super viel. Weil wir hier natürlich auch noch Geld dabei haben. Oh, geil. Ja, ja, zack. Gestunt. Und okay. Hier ist natürlich das Problem, wenn die Gegner anfangen, mehr Defensive zu haben. Dann brauchen wir sowas und zum Glück haben wir es bekommen. Zack. Yes. So. Weiter geht's. Mehr Geld. Lohnt sich das? Wir könnten sowas hier holen. Das können wir aber jetzt schon, auch ohne das Geld. Das mache ich auch. Der blaue Edelstein bringt uns natürlich nicht viel, aber ich kann das Ganze... Na, platzieren wir das einfach doch so. Hier rerollen. Okay, das ist super. Und wir können einen killen. Boom! Baby! So, wie sieht's aus? Wir können ihm Schaden machen, aber... Ich weiß nicht. 10 Münzen, aber schaut euch das an. Jo. Was da im Shop einfach für krasse Sachen sind. Ich re-roll nochmal. Leider nichts allzu Schönes. Wir haben noch eine Smoke Bomb bekommen. So, das sieht gut aus. Fatz! Easy. Damit haben wir diese Wave auch geschafft. Weiter geht's. Okay. Ich weiß ja nicht. Damit bin ich nicht so zufrieden. Auch nicht. Komm schon, gib mir was Gutes. Okay. Überlegen. Könnten einfach das hier machen. Add Stun and Lifestyle to Target. Ach, zu einem. Oh. Stun und Lifestyle. Ja, gut. Cancel. Da ist schon Stun drauf, also kann ich das... Ach, warte. To Target Non-Trap. Nee, eigentlich müsste das hier gehen, aber das hat vielleicht schon einen Stun drauf und deshalb geht's nicht. Obwohl, nein. Ich bin so doof. Wir können, glaube ich, damit Folgendes machen. Zack. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist ja eins, wo wir hier von uns... diese sind aber super nice, aber da brauchen wir natürlich die weißen Gems, wo wir auch sogar einen bekommen haben. Aber, obwohl doch, das mache ich sogar. Zack. Wir haben den Shuriken. Boom. Ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal und hauen uns so weißen Gems irgendwo rein. Stun und Lifesteal. Hier wäre eine Idee und hier auch, aber da schon Stun drauf. Was machen wir hier? Wir haben jetzt so viele Stuns, das ist super cool. So, wie sieht's aus? Was ist mit dir? Du willst doch sicherlich... zerstört werden. Boom! Macht nicht schade, dass wir die ganzen Truhen nicht öffnen können. Wir haben sogar noch eine Chance auf 5 Sterne. Schauen wir mal. Also, das ist guter Damage, aber ich bin am Überlegen zu würfeln, dass wir irgendwie an rote Gems kommen. Wir könnten einen von denen hier wegmachen. Aber wisst ihr was? Das machen wir ganz einfach. Zack, zack, zack. Und ein Smoke Bomb. Super gute Fähigkeit. So. Könnte noch eine Smoke Bomb benutzen. Ich glaube, das mache ich. Um die 4-Ring-Attack-Gegner wegzubekommen. Und der Rest müsste jetzt recht gut machbar sein. Der hier mit seinem Piercing-Attack ist natürlich fies, aber wir haben eh keine Einheit mit viel von dem Zeug. Boom. Boom. Ha. Nichts leichter als das. Noch ein Stun. Wie geil. Zack, zack. Shuriken. Und Level Up. Ich glaube, wir schaffen es sogar. Jetzt hauen wir mal... Okay, schade. Ich glaube, wir können auch die 5 Sterne bekommen. So, gib uns was Gutes. Das reicht sogar. 1, 2, 3. Shuriken. Und damit haben wir es geschafft. Zack. Easy. Easy. Und? Nein! 5,99. Nicht mehr. Viel zu weit weg. Schade. Ich krieg hier keine 5 Sterne hin. In einem anderen Spielstand
habe ich das um einiges besser gemacht. Aber egal. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Wir haben den Elementalist freigeschalten und Magic Attacks, die ich absolut nicht mag, aber egal. Und Wild Chance, die kann man benutzen wie jeden anderen. Also, wenn man einen weißen braucht, dann kann man auch so einen benutzen. Und ja, gut, die Ability ist ein neues Szenario. Und den Trapper's Mantle, der ist ziemlich cool. Traps, also die Fallen funktionieren zu 20% mehr. Und wenn man eine Falle benutzt hat, dann verschwindet es nicht. Dann kommt da kein weißes Feld rein, sondern ein Fang Attack, was super nice ist. Ja, gut, egal. Wir haben es geschafft. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich weiß nicht, ob ich einfach die, zum Beispiel Cleric und Bandit Rate hier, ob ich das Offscreen halt einfach so mache oder allgemein inwiefern, wie viel ich aufnehme. Ich weiß nicht, wie groß das Projekt sein soll. Das ist natürlich abhängig davon, wie interessiert ihr seid beim Zuschauen. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, abonnieren und liken und vielleicht auch einen Kommentar schreiben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.